Nummer 862. 862. Heute am guten Hirtensonntag spricht Christus im Bild des Hirten und der Herde. Ein Satz sagt er aber auch: Ich bin die Tür. Ein wunderbarer Satz, zu dem ich gerne auch etwas predigen würde. Doch heute wird es Bischof Gerber sein, der uns ein Wort ausrichtet. So bereiten wir uns für diese Feier am guten Hirtensonntag vor und bitten Gott im Kyrie um sein Erbarmen. Herr Jesus Christus, du hast gesagt, ich bin die Tür. Lass uns die Tür des Herzens immer offen stehen für unsere Mitmenschen. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Du bist der gute Hirte
Um dich versammelt sich die Herde. Lass die Gläubigen stark sein in der Nachfolge. Christus, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Du bist der Weg und die Wahrheit. Du schenkst uns Leben in Fülle. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Der mächtige Gott erbarme sich unser. Er nehme von uns Sünde und Schuld und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Zum Gloria Nummer 167. Lesung aus der Apostelgeschichte. Am Pfingsttag trat Petrus auf, zusammen mit den Elf. Er erhob seine Stimme und begann zu reden. Mit Gewissheit erkenne das ganze Haus Israel, Gott hat ihn zum Herrn und Christus gemacht, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Als sie das hörten, traf es sie mitten ins Herz und sie sagten zu Petrus und den übrigen Aposteln, was sollen wir tun, Brüder? Petrus antwortete ihnen, kehrt um und jeder von euch lasse sich auf den Namen Jesu Christi taufen, zur Vergebung eurer Sünden. Dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch und euren Kindern gilt die Verheißung und all denen in der Ferne, die der Herr, unser Gott, herbeirufen wird. Mit noch vielen anderen Worten beschwor und ermahnte er sie, lasst euch retten aus diesem verdorbenen Geschlecht. Die nun, die sein Wort annahmen, ließen sich taufen. An diesem Tag wurden ihrer Gemeinschaft etwa 3000 Menschen hinzugefügt. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Lied Nummer 409. Thank you.
Die Schafe folgen ihm, denn
sie kennen seine Stimme. Einem Fremden aber werden sie nicht folgen, sondern sie werden vor ihm fliehen, dessen, weil sie die Stimme der Fremden nicht kennen. Dieses Gleichnis erzählte ihnen Jesus, aber sie verstanden nicht den Sinn dessen, was er ihnen gesagt hatte. Weiter sagte Jesus zu ihnen: Amen, Amen, ich sage euch, ich bin die Tür zu den Schafen. Alle, die vor mir kamen, sind Diebe und Räuber, aber die Schafe haben nicht auf sie gehört. Ich bin die Tür. Wer durch mich hineingeht, wird gerettet werden, weil er wird ein- und ausgehen und Weide finden. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben. Evangelium, frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Ich verließe nun den Brief des Bischofs an das Bistum. Hinweise und Impulse zur Feier von unter Auflagen öffentlich zugänglichen Eucharistiefeiern. Liebe Schwestern und Brüder im Bistum Fulda, in diesen Wochen zeigt sich sehr deutlich, die Corona-Krise wird uns noch über sehr lange Zeit begleiten. Für viele Menschen ist dies eine existenzielle Herausforderung. Mit ihren Vorerkrankungen oder aufgrund ihres Alters gehören sie zur sogenannten Risikogruppe. Andere fürchten um ihren Arbeitsplatz, sind in Kurzarbeit oder haben die Arbeit bereits verloren. Viele sind durch Homeoffice, ausfallende Kinderbetreuung oder zunehmende Spannungen im familiären Bereich heraufgefordert. Wieder andere sind als Unternehmer extrem unter Druck. Besonders gefährdet sind Menschen ohne festen Wohnsitz und Menschen auf der Flucht. Mit großer Sorge schauen wir auf die Länder mit hoher Armutsrate und großen Lücken in der Gesundheitsversorgung. Auch für sie tragen wir als Kirche Mitverantwortung, was sich vor allem im Engagement unserer Hilfswerke zeigt. Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Menschen von heute, besonders der Armen und Bedrängten aller Art, sind auch Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Jünger Christi. Was das Zweite Vatikanische Konzil als den Anfang seiner Pastoralkonstitution formuliert, will die Grundmelodie jeder christlichen Existenz sein. Insofern ist das, was wir in diesen Wochen erleben, bei aller Dramatik auch eine Einladung, neu in eine Schule des Hörens, des Sehens und des Fühlens zu gehen. Angesichts aller Grenzen, die wir derzeit erfahren, bin ich zusammen mit vielen Menschen sehr dankbar für die Kreativität und das Engagement, das sich in diesem Frühjahr zeigt. Nachbarschaftliche Hilfe, Gabenzäune, Briefe an Vereinsamte, Gebetszeiten in Häusern, Beziehungspflege via Internet, neue Formate der Verkündigung und des Gebetes und vieles mehr. Was hier erfahrbar wird von Mensch zu Mensch, das zeigt sich als ein Reichtum, der auch weit über die Krise hinaus Relevanz hat. Diese Schätze gilt es zu würdigen und miteinander zu überlegen, wie sie dauerhaft unsere Gesellschaft und unsere Kirche bereichern können. Ich trete sehr dafür ein, diese neu entdeckten Formen der Pastoral auch weiterhin zu pflegen, wenn sich gezeigt hat, dass sie Menschen trotz allem intensiv und mit Gott des Lebens in Kontakt gebracht haben.
Nun stehen wir vor der Situation, in einigen Tagen wieder in eingeschränktem Maße öffentlich zugängliche Gottesdienste zu ermöglichen. Das bislang bestehende Verbot hat bei Gläubigen sowohl Verständnis als auch Kritik ausgelöst. Ich bin sehr dankbar, dass es nun bei allen Fragen, die bleiben, gelungen ist, zusammen mit der hessischen und der thüringischen Landesregierung einen Weg der vorsichtigen Öffnung zu finden. Die Gespräche in den vergangenen Tagen auf Regierungsebene waren von wechselseitigem Verständnis und Vertrauen sowie von Umsicht und großer Sensibilität für die Belange des kirchlichen Lebens geprägt. Die Verantwortung für alle Beteiligten ist sehr hoch. Sowohl die allgemeinen Regelungen als auch das Verhalten der Einzelnen haben Auswirkungen auf das Wohl Dritter und das Gemeinwohl. Weiterhin besonders betroffen sind all jene, die zu den sogenannten Risikogruppen gehören. Viele von uns haben erlebt, was es bedeutet, über Wochen und insbesondere über das Osterfest hinweg keine Gottesdienste besuchen zu können. Der Schmerz kann auch verstanden werden als Hinweis darauf, wie wertvoll das ist, was uns jetzt fehlt. Andere haben die Sorge, wie wir das jetzt, wenn einige von uns in die Kirche zum Gottesdienst können und andere nicht. Was löst das bei denen aus, für die ein Gottesdienstbesuch gesundheitlich zu riskant ist oder die wegen der begrenzten Zahl der Mitfeiernden keinen Zutritt haben? Wir ahnen die Spannungen, die mit einer eingeschränkten Öffnung verbunden sein können. Wir haben, wie in anderen gesellschaftlichen Bereichen auch, die Sorge, dass die Solidarität, die wir in den letzten Wochen erfahren haben, jetzt wieder auseinanderbrechen könnte. Denn Krisen können Solidarität fördern, genauso aber auch Zentrifugalkräfte verstärken. Beides erleben wir aktuell gleichzeitig. Hier sind wir als Kirche in besonderer Weise gefordert, so betont das Zweite Vatikanische Konzil, die Kirche ist ja in Christus gleichsam das Sakrament, das heißt Zeichen und Werkzeug, für die innigste Vereinigung mit Gott, wie für die Einheit der ganzen Menschheit. Auch wo uns unmittelbar der Zugang zu den Sakramenten fehlt, sind wir berufen, die Kirche als Sakrament der Gegenwart Gottes dieser Welt zu leben. Nicht zuletzt bezeugen wir die Gegenwart da, wo wir in einer Haltung der Solidarität mit den aktuellen Herausforderungen umgehen. Wir stehen mitten in der Osterzeit. Die Evangelien erzählen von der Begegnung mit dem Auferstandenen beim Brotbrechen und Mahlhalten. Ich bin fest davon überzeugt, dass uns der Herr in unserer jetzigen Situation, die uns als stark herausfordert, auf ungewohnte, radikal neue Weise sein Mahl bereiten möchte. An jenem nachösterlichen Morgen, als der Auferstandene am See erschienen ist, ist er zunächst aufmerksam für die leeren Netze der Fischer und lädt sie wenig später ein, ihre Fische mit zum Mahl zu bringen. Ich glaube, dass das, was wir in diesen Wochen an Mangel und an Reichtum erfahren, unverzichtbar ist an seinem Tisch und für das Leben der Kirche. Feiern wir so in einer erneuten Haltung Eucharistie, ob in der Kirche oder in der Mitfeier via Livestream von zu Hause aus. Fragen wir uns an beiden Orten: Wessen konkrete Not berührt mich im Herzen und welche Folgen hat das für mich? Für welche Gaben, für welche Initiativen in diesen Tagen will ich dem Herrn danken? Mit wem teile ich ganz konkret Zeit, Aufmerksamkeit, materielle Hilfe, Gebet? Gibt es jemanden, dem ich möglicherweise den Vortritt lassen sollte bei der Feier der Eucharistie angesichts begrenzter Platzkontingente? Wie zeige ich meine Solidarität mit jenen,
die nicht zur Kirche können? Wie konkretisiert sich meine Gottesdienstgemeinschaft, ohne gemeinsam in der Bank sitzen zu können? Ich hoffe und bete dafür, dass uns als Kirche ein Weg der Solidarität gelingt zwischen jenen, die in den Kirchen feiern und jenen, die von zu Hause aus mitfeiern. Seien wir solidarisch, gerade auch mit jenen, denen unsere Glaubensfragen fremd sind, die möglicherweise mit sehr existenziellen Herausforderungen zu ringen haben. Ich danke allen Priestern, Hauptberuflichen und Ehrenamtlichen, die dafür sorgen, dass die Feier der Eucharistie und dass die Vielfalt gottesdienstlicher Feiern in diesen Wochen möglich ist, dass unser gottesdienstliches Leben mit der Sorge um unseren Nächsten verbunden bleibt. Ich bitte all jene, die jetzt in unserer Kirche kommen, sowie diejenigen, die es noch nicht können, um ein weites Herz, um Nachsicht, Verständnis und Geduld angesichts der Herausforderungen. Ganz besonders aber schließen wir jene ins Gebet ein, die Gründe haben, auch weiterhin nicht in unsere Kirchen zu kommen und die darunter leiden. Empfangt, was ihr seid, Leib Christi, so sagt es der heilige Augustinus. Wir dürfen hoffen, dass der Herr selbst uns in diesen Wochen und Monaten als Kirche formt zu dem, was wir ersehnen. Ein Gedicht eines jungen Ordensmannes, eines Salesianers in Sanatz, hat mich in diesen Tagen sehr berührt. Eucharistie, das ist das Wesen des Christseins. Das heißt, eintauchen in das Geheimnis der Liebe, die Mensch wird, zusammen mit Christus Brot werden für die Welt, für die Hungrigsten und Schwächsten. So grüße ich Sie im Gebet verbunden, Ihr Bischof Dr. Michael Gerber, Bischof von Fulda. Sie können den Hirtenbrief auch auf unserer Homepage lesen. Der liegt auch in unseren Kirchen zum Mitnehmen aus. Beten wir nun das Glaubensbekenntnis. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Lasst uns beten zu unserem Herrn Jesus Christus, dem guten Hirten seines Volkes. Jesus, du guter Hirt, wir bitten dich, erhöre uns. Wir beten für alle, die ein geistliches Amt ausüben oder dir in besonderer Weise nachfolgen, dass sie ihrer Berufung treu bleiben und von Liebe zu dir und den Menschen erfüllt sind. Jesus, du guter Hirt, wir bitten dich, erhöre uns. Für alle Eheleute, dass sie jeden Tag das leben, was sie sich bei der Trauung versprochen haben. Jesus, du guter Hirt, wir bitten dich, erhöre uns. Für die jungen Menschen, die eine Entscheidung für einen Beruf treffen müssen, dass sie auch auf dich hören und einen Beruf wählen, der sie wirklich erfüllt. Jesus, du guter Hirt, wir bitten dich, erhöre uns.
für unsere Familien der Erstkommunionkinder, dass sie ein guter Boden sind, auf dem geistliche Berufungen wachsen können. Jesus, du guter Hirt, wir bitten dich, erhöre uns. Für unsere Verstorbenen, dass du sie auf die Weide des ewigen Lebens führst. Jesus, du guter Hirt, wir bitten dich, erhöre uns. Für alle, die unter den Auswirkungen der Corona-Krise leiden. Jesus, du guter Hirt, wir bitten dich, erhöre uns. Du, Herr, bist gekommen, damit wir das Leben haben und es in Fülle haben. Dafür danken wir dir und preisen dich, jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. Zur Gabenbereitung Nummer 366. Zum Sanctus singen wir 733. Lasst uns beten. Herr, unser Gott, dass wir dir allzeit danken durch die Feier der österlichen Geheimnisse. In ihnen führst du das Werk der Erlösung fort. Mache sie für uns zur Quelle der unvergänglichen Freude. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Erhebet die Herzen. Wir haben sie übereinander. Lasst uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, der Vater immer und überall zu danken. Diese Tage aber aufs Höchste zu feiern, da unser Osterlamm geopfert ist, Jesus Christus. Denn er ist das wahre Lamm, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Durch seinen Tod hat er unseren Tod vernichtet und durch seine Auferstehung das Leben neu geschaffen. Darum jubelt der ganze Erdkreis in österlicher Freude. Darum preisen dich die Himmel.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes. Mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tu dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens, deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen wir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenk uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Michael, seinem Weihbischof Karl-Heinz und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die verstorben sind, in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird. Der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau Gottesmutter Maria, mit ihrem Bräutigam, dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln, mit dem heiligen Hubertus und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn, Jesus Christus. Denn durch ihn und mit ihm und in ihm
ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. So lasst uns beten, wie der Herr uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von allem Bösen und Krankheiten und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen, bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Am Ostertag trat Christus in die Mitte seiner Jünger und sprach den Friedensgruß. Auch wir bitten, Herr Jesus Christus, du Sieger über Sünde und Tod, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche. Schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Und mit deinem Geist. Zum Lamm Gottes Nummer 739.
Zum Dank Nummer 784, die Strophe 1, 4 und 5. 784. Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, ein Wort des Dankes zu sagen
und ich tue dies auch im Namen des Pastoralteams. Ich danke allen, die in den vergangenen Wochen geholfen haben, dass der Kontakt zwischen den Gläubigen in der Gemeinde nicht ganz abriss. Ich danke den Helferinnen beim Binden der Palmsträuße, die in den Kirchen abgeholt werden konnten. Ich danke auch jenen, die die Palmsträuße an die Senioren nach Hause ausgeteilt haben und denen, die die Palmsträuße mit einer Grußkarte in die verschiedenen Altenheime abgegeben haben. Wir danken den Erstkommunionkindern mit ihren Familien, die Briefe an die Senioren geschrieben haben und dazu ein Bild malten. Ich konnte manche Kunstwerke bestaunen. Das habt ihr super spitzenklasse gemacht. Wirklich sehr, sehr viele haben sich darüber gefreut. Vielen herzlichen Dank. Wir freuen uns auch, dass ihr unsere wöchentlichen Aufgaben macht. So geht die Erstkommunionvorbereitung in der Familie weiter. Wir danken den Gemeindemitgliedern, die besonders zu den Senioren den Kontakt pflegten und Zuspruch gaben. Wir grüßen diejenigen, mit denen wir im Normalfall zu Hause beten und die Kommunion bringen. Auch sie haben zu Ostern eine kostbare Karte vom Pastoralteam bekommen. Ich danke ganz besonders dem Pastoralteam für die Vorbereitung der Impulse, die als Video bei YouTube im Kanal Pastoralverbund Schwalmstadt zu sehen sind. Dabei ein ganz besonderer Dank an Michael Sperlich, der die Aufnahmen durchführte und auch die Videos professionell geschnitten hat. Sie sind wunderbar, gerade zum letzten Video, das für Kinder gedacht ist. Wunderbar, das hat sehr viel Arbeit gemacht, das Video so zu schneiden und so zu setzen. Das weiß man gar nicht, was das an Zeit und Kraft kostet. Ganz herzlichen Dank, die Mühe hat sich gelohnt. Vergelt's Gott. Ich danke auch den Gemeindemitgliedern, die mit ihren Instrumenten und mit Gesang in den Straßen die Osterfreude verkünden und den Menschen damit Freude bringen. Wir danken allen, die die Kirche reinigen und desinfizieren, die einen Dienst übernehmen werden, wenn nun in der kommenden Woche wieder die Gottesdienste geöffnet sind. Im heutigen Evangelium hörten wir, dass die Türsteher die Anweisung geben am Eingang des Stalles und dass die Schafe auf die Türsteher hören. Das werden wir ab nächster Woche umsetzen, in einer anderen Weise, die Corona uns eben abverlangt. Und dazu möchte ich auch nun einige Hinweise geben. Die Technik und das Equipment für die Live-Übertragung müssen wir wieder zurückgeben. Da ab nächster Woche dann wieder die Gottesdienste geöffnet sind, wird es keinen Livestream mehr geben. In den Kirchen wurden die Abstände markiert und ausgemessen. Die Vorgaben des Schutzkonzeptes des Bistums Fulda ist auf unserer Homepage in der Rubrik Aktuelles zu finden und nachzulesen oder auf der Bistums-Homepage. In den Medien wird die Zahl genannt, dass maximal 100 Personen am Gottesdienst teilnehmen können. Das stimmt jedoch nur, wenn der Abstand von 1,5 Meter in allen Richtungen eingehalten werden kann. In unseren Kirchen utopisch, im Fuldaer Dom möglich. Manche Kirchen sind relativ schmal und haben zwei lange Bankreihen. Man kann nicht mit dem Zollstock durch die Kirche gehen und messen, sondern muss bedenken, dass der Abstand von Mensch zu Mensch, also von Schulter zu Schulter, eingehalten werden muss. Wenn die Gläubigen im Abstand zu der Kommunion gehen und dann zurück in die Bank, muss ebenfalls der Abstand zu denen in der Bank Sitzenden eingehalten werden. Damit ist mindestens eine Kirche, die wir sonst bei den vier Sonntagsmessen in unseren Kirchen nutzen, nicht für die Sonntagsmesse nutzbar. Am Dienstagvormittag werden wir im Pastoralteam die Zahlen der Kirchen anschauen und
besprechen, wie wir die Gottesdienste stattfinden lassen. Sie werden dann auch die Informationen auf der Homepage finden und auch wie gewohnt in den Schaukästen vor den Kirchen. Bei dieser Gelegenheit können Sie immer auch im Fahrbüro zu den Bürozeiten anrufen. Auch dort erhalten Sie die nötigen Informationen. Eine Anmeldung zu den Gottesdiensten ist Pflicht. Wir werden Türsteher haben, die die Einlasskontrolle übernehmen. Natürlich werden wir in der Kirche einige Plätze im Vorfeld nicht belegen, dass jene, die nicht angemeldet sind, doch kommen können. Aber die Zahl ist beschränkt. Es kann sein, dass Sie an der Kirche vielleicht keinen Sitzplatz haben werden. Deswegen bitten wir Sie, melden Sie sich im Fahrbüro Ziegenheim zu den Bürozeiten an. Sie werden in Listen aufgeschrieben. Und sollten wir sehen, dass der gewünschte Gottesdiensttermin, den Sie wünschen, ausgebucht ist, dann werden wir Ihnen einen anderen Platz in einer anderen Kirche anbieten. Und wenn der Platz in den Kirchen und in den mittlerweile Gottesdiensten, die wir planen, nicht ausreichen sollte, werde ich noch eine zusätzliche Sonntagsmesse anbieten. Derzeit gehe ich davon aus, dass wir regulär 3 Sonntagsmessen haben werden und gegebenenfalls eine 4. dann einrichten. Ich habe den Abstand in Trutzheim gesehen, da ist es tatsächlich möglich. Wir haben überall den Abstand eingehalten, dass allein in Trutzheim 50 Gläubige gemeinsam mindestens den Gottesdienst mitfeiern können. Den anderen Pfarrkirchen ist es schwierig oder den anderen Filialkirchen, da eben die großen Bänke den Abstand verstehen. Aber wir werden uns da, wie gesagt, zu gegebener Zeit melden. Ich bitte, dass Sie dem Ordnerdienst am Eingang auch Folge leisten mit den Anweisungen, die Sie geben. Sie haben Weisungsbefugnis vor und auch in der Kirche. Bitte achten Sie auf die Mitteilungen. Familien sind eingeladen zu kommen. Wir haben für Sie besondere Plätze vorgesehen, dass auch da alle Abstandsregelungen eingehalten werden müssen. Familien, die in einem Haushalt leben, sind ja von der 1,5-Regel befreit. Aber auch hier müssen wir bedenken, dass die Menschen, die ringsherum sitzen, dann genügend Abstand haben. Wir sind noch im Ausnahmezustand, der Normalbetrieb läuft noch nicht. Wir werden uns weiterhin beraten und planen vorerst nur, die Sonntagsmessen anzubieten. Wie es mit den Werktagsmessen sein wird, wissen wir noch nicht, da sind wir noch im Gespräch. Noch einmal die Betonung, Ausnahmezustand, noch kein Normalbetrieb. Ihnen allen wünsche ich einen gesegneten Sonntag, viel Freude am Glauben. Und ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen. Der Herr sei mit euch. Der mächtige Gott segne und behüte euch. Er schenke euch die Freude durch das Osterfest und die Liebe zueinander. Er schenke euch ein liebendes Herz, besonders der Gottesmutter Maria, deren Marienmonat wir Mai feiern. So segne und behüte euch auf die Fürsprache unserer lieben Frau in Klinau, der dreieine Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden, Dank sei Gott dem Herrn. 525.